Es ist Samstag, der 14. August 2021. Ich besuche Klausenburg, die zweitgrößte rumänische Stadt und Hauptstadt von Siebenbürgen. Circa 400.000 Einwohner. Der Turm der katholischen Kathedrale ist leider eingerüstet. Rechts unten das Ungarische Theater. In Klausenburg leben mehr als 100.000 Ungarn. Der ungarische Name der Stadt ist Kolosvár und der rumänische Cluj, abgeleitet vom römischen Clusium. Über diese Freitreppe geht's hinunter ins Zentrum. Der Fluss ist die kleine Somesch, die mündet weiter unten in die große Somesch und dann weiter in die Theiß. Und die Architektur im Zentrum stammt, wie man sieht, aus der österreichisch-ungarischen Monarchie. Auch das rumänische Staatstheater wurde erbaut von den Wiener Architekten Fellner und Helmer. Wie könnte es anders sein? Und davor ein rumänischer Markt. Und gegenüber die orthodoxe Kathedrale. Innen drin haben sie mich leider nicht filmen lassen. Fröhlich, bunte Handarbeit. Und ins rumänische Staatstheater komme ich Vormittag um 11 natürlich auch nicht hinein. Aber ich habe schon Aufführungen besucht. Mir hat's auch innen sehr gut gefallen. Besser als das Theater meiner Heimat in Innsbruck.
Ich gehe weiter zur katholischen Kathedrale. Und zwar über die Flaniermeile von Klausenburg. Vorbei an der griechisch-orthodoxen Kathedrale. Klausenburg ist für mich Multikulti. Was? Romulus und Remus mit Klausenburg zu tun hat, weiß ich leider nicht. Vor der katholischen Kathedrale im Zentrum ist eine Bühne für abendliches Remi-Demi aufgebaut. Und vor allem die Statue vom größten Sohn der Stadt, dem späteren ungarischen König Matthias Corvinus. Sie verehren ihn sehr, weil er hat natürlich für seine Heimatstadt viel getan. Ein Bronzerelief von der Stadt gibt's auch. Hinten rechts die Oper und oben die orthodoxe Kathedrale. Und unten links das Gelände der Universität. In der Universitätskirche, also eine Jesuitenkirche, gleich nebenan habe ich eine Taufe miterleben können. Die Universität wurde gegründet 1583 und unter Kaiser Joseph II. War es die berühmte Piaristenhochschule. Damals war die Unterrichtssprache Latein und heute werden Vorlesungen in Rumänisch, auf Ungarisch und auf Deutsch gehalten. Und die Uni hat 45.000 Studenten. Und alle Fakultäten. Das war das Zwölfeläuten. Und hier können sich die Studenten nach den Vorlesungen stärken. Musikberieselung gibt's auch.
Und das ist das Geburtshaus von Matthias Corvinus, geboren am 2. April 1473. Gleich ums Eck die Franziskanerkirche. In dem Fall ungarische Franziskaner. Und davor gibt's den Franziskanerplatz. Mit einem Obelisken errichtet zu Ehren vom österreichischen Kaiser Franz dem I. anlässlich seines Besuches in Klausenburg. Und von römischer Vergangenheit halten die Klausenburger offensichtlich wenig. An dieser Stelle, wo jetzt das neue Gebäude steht, habe ich vor 10 Jahren römische Ausgrabungen bestaunen können. Nach einer größeren Mittagspause, ich wohne hier herum auf diesem Hügel, blicken wir noch einmal zurück auf die gotische Kathedrale, die leider auch innen Baustelle ist. Also gibt's keine Bilder. Ich besuche jetzt den ausgedehnten Stadtpark. Hier unten entlang dem Fluss. Zwischen ungarischem Theater links und Fußballstadion rechts draußen. Am Weg hinunter geht's vorbei an diesen im wahrsten Sinne pittoresken Felsen. Den Fluss überquere ich auf einer Fußgängerbrücke. Es beginnt mit einer langen Allee, wie der Praterallee in Wien. Befinden uns aber im Stadtzentrum und nicht am Stadtrand. Und was wäre ein Park ohne Brunnen? Und gleich daneben gibt's einen kleinen See. Speis und Trank gibt's natürlich auch. Ich habe gerade noch die letzten Sonnenstrahlen erwischt. Thank you.
sportliche Betätigung ist auch möglich. Für jeden ist etwas dabei. Letzter Blick in den Sonnenuntergang. Ich sage zu Klausenburg gute Nacht.